war einmal, so fängt jede Geschichte an. Handelt von einer Frau oder einem Mann. Alles am besten mit Blümchen und im Pink. Aber merkt ihr nicht, wie das Ganze bis zum Himmel stinkt? Jetzt mal ehrlich, was war das mit dem gläsernen Schuh? Werd erwachsen und hör mal zu. Auch Prinzessinnen werden verschleppt. Hörst du nicht, wie Cinderella rappt? So einen gläsernen Schuh, um zu zeigen, dass ich würdig bin. Netter Versuch, aber immerhin. Warum? Sag mir wozu. Brauche ich so einen gläsernen Schuh? Auf meine Weise einen Shop auf. Habe Heils ohne Ende, die ich sogar eigenständig verkauf. Stell dir vor, eine Figur aus einem Märchen. Den Durchblick und scheißt auf Thema Liebe und Pärchen. Sie regiert alleine auf ihrem Thron und klärt für sich die Themen wie Emanzipation. So hat die Story endlich mal eine andere Wendung. Ist nur so eine Ahnung für eine Geschichtsendung. Die Ideen haben überwogen. Mit Witz und Humor und realitätsbezogen. Warum? Sag mir wozu. Ich so einen gläsernen Schuh, um zu zeigen, dass ich würdig bin. Netter Versuch, aber immerhin. Warum? Sag mir wozu. Brauche ich so einen gläsernen Schuh? Auf meine Weise einen Shop auf. Habe Heils ohne Ende, die ich sogar